Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Planet Zoo Video, in dem ich mir mal gemeinsam mit euch drei neue Tiermods für das Spiel angucken möchte. Und zwar sind das heute drei Tiere, die in Afrika beheimatet sind. Und das erste, oh, da läuft es gerade sogar schon, befindet sich hier in diesem Gehege, wollte ich sagen. Nämlich ist das ein Nashorn, und zwar das südliche Breitmaul-Nashorn. Im Englischen heißt es Southern White Rhinoceros oder Rhinoceros. Sehr, sehr hübsch. Vorher hatten wir ja nur das Panzernashorn. Das ist ja eher aus Indien, glaube ich. Wobei das auch so ein bisschen in Afrika vertreten ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber da kann ich natürlich auch falsch liegen. Aber jetzt haben wir hier das Nashorn, was, glaube ich, jeder kennt. Also das Breitmaul-Nashorn ist, glaube ich, somit das bekannteste unter den Nashörnern. Werden ja ganz gerne gewildert wegen den tollen Hörnern. Echt sehr, sehr schade, weil das so tolle Tiere sind. Aber die Mod sieht wirklich richtig gut aus. Ich werde gleich auch nochmal ein Vergleichsbild für euch einblenden. Jetzt könnt ihr die erstmal so sehen. Sind auch relativ groß. Das wirkt gerade sehr klein, weil das Gehege so groß ist. Aber hier könnt ihr das nochmal sehen im Vergleich zu Menschen. Also das ist schon fast so groß wie ein Mensch. Habe ich tatsächlich auch sogar schon mal in echt gesehen, das Tier. Im Serengeti-Park. Da sind wir durch dieses Gehege gefahren mit dem Auto. Und da waren auch Breitmaul-Nashörner, wenn mich nicht alles täuscht. So sieht das aus. Ich kann jetzt mal ein Originalfoto für euch einblenden. Dann seht ihr mal den Vergleich. Und man muss sagen, das Model kommt schon sehr nah an das Original ran. Ich finde, es ist wunderschön umgesetzt. Auch die Details und die Auflösung und so, das gefällt mir richtig gut. Eine ganz tolle Mod. Die Animationen sind natürlich auch super, weil das einfach die Animation von dem Panzernashorn übernimmt, logischerweise. Alle Mods, die ich euch heute zeige, sind natürlich auch wieder neue Spezies, das heißt, die überschreiben keins der vorhandenen Tiere. Aber das brauche ich, glaube ich, auch mittlerweile gar nicht mehr immer sagen, weil das ist ja mittlerweile in der Modding-Szene bei JWE und Planet Zoo Standard geworden, dass Tiere nicht mehr überschrieben werden, sondern einfach neue hinzugefügt werden. Die unterscheiden sich auch farblich so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Das hier ist viel weißer und das hier ist eher so ein bisschen gelblich, bräunlich. Natürlich trotzdem hell, aber so ein bisschen Farbvariation sind da auch drin. Und schwimmen mögen die natürlich auch. Ich zeige euch jetzt aber auch nochmal den Eintrag im Zoopedia. Der wurde nämlich auch hinzugefügt. Auch wieder mit schönem Bild, Text und allem, was dazugehört. Oh, das Bild sieht richtig schön aus. Ganz, ganz tolle Perspektive in dem Sonnenlicht. Hier seht ihr dann nochmal, wo es heimisch war. Eher so in Südafrika und auch so ein bisschen in Zentralafrika. Ist leider noch nicht übersetzt, aber das macht ja nichts. Finde ich immer halb so wild. Oh, die leben bis zu 30 Tieren in einer Gruppe. Das ist ja krass. Okay, das waren die Infos. Dann können wir nochmal ganz kurz in den Tierhandel schauen. Dort finden wir das natürlich auch unter... Da, unter Southern White Rhinoceros. Müssen wir jetzt einmal bestätigen hier nochmal. Und dann seht ihr das. Hier könnt ihr das dann direkt kaufen. Auch mit einem wunderschönen Bild. Alles super hinzugefügt. Und was mich gerade noch interessiert ist, ob man hier dann auch so ein Bildschirm hat, wo dann auch ein Bild angezeigt wird. Weil das hat man wirklich nur bei den seltensten Mods. Oder habe ich das überhaupt schon erlebt? Ich weiß es gar nicht. Aber hier scheint auch kein Bild vorhanden zu sein. Schade, schade. Einfach nur schwarzes Bild. Aber naja, das ist ja halb so wild. Das ist auf jeden Fall das südliche Breitmaul-Nashorn. Eine sehr coole Mod. Ja, zum Abschied nochmal. Gönnt er uns. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt die nächste Mod an. Und das nächste Tier, das tobt hier schon umher. Nämlich ist das eine Raubkatze. Oh, ich suche auf einem Baum gerade. Da haben wir sie. Sieht ein bisschen komisch aus hier auf dem Baum. Aber das ist der Serval. Oder Serval, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Habe ich auch vorher noch nie so gehört. Ist auf jeden Fall eine mittelgroße, wilde Katze aus Afrika. Wenn wir den hier nochmal anklicken, dann sehen wir den auch mal am Laufen. Sieht auch sehr, sehr niedlich aus, muss ich sagen.
Mods sind auch so cool alle umgesetzt, ey. Das ist echt krass. Das Fell sieht richtig gut aus. Die Animationen sind auch nicht schlecht. Gut, hier sieht das gerade ein bisschen steif aus von Körper. Weiß jetzt nicht, woran das liegt. Ob das daran liegt, dass der so komisch hier steht auf einer schrägen. Oder ob das allgemein so ist. Das können wir mal eben herausfinden. Oh, jetzt tobt er. Aber das Laufen sieht nicht schlecht aus jetzt so. Auf den ersten Blick. Das geht aber. So steif ist der Körper nicht. Ist auf jeden Fall sehr hübsch. Hat eine ganz tolle Maserung, das Tier. Können wir mal kurz den da anklicken nochmal. Der ist dann nämlich gerade perfekt. Dann können wir nämlich mal kurz ein Standbild machen. Und jetzt blende ich mal ein Originalfoto ein von dem Tier. Und da muss man auch sagen, es kommt schon wieder sehr nah an das Original ran. Also die Mod ist wirklich sehr gut umgesetzt. Was noch ein bisschen steif aussieht, ist glaube ich auch der Schweif hier hinten. Ja, der ist so ein bisschen steif. Also er bewegt sich nicht ganz so toll. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass die Animation von dem Tier, für das es ins Spiel kommt oder mit dem es überschrieben wird, wahrscheinlich nicht ganz so gut waren. Aber der bewegt doch so süß die Öhrchen. Das ist richtig cool. Ich weiß gar nicht, welches Skelett der benutzt von den Bewegungen her. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein Dingo oder so ist. Weil diese Ohrenbewegung ist mega cool. Vielleicht ist es auch der afrikanische Wildhund, weil der hat ja auch so große Ohren. Das würde ja auch ganz gut passen. Aber der springt ja normalerweise nicht so hoch, oder? Ich weiß es gar nicht. Okay, der ködelt im Liegen. Irgendwie haben immer alle Tiere, wenn sie gefilmt werden, das Bedürfnis zu ködeln. Aber auch richtig, richtig hübsche Mod. Also die Modder, die haben es mittlerweile richtig drauf bei Planet Zoo. Es sieht richtig cool aus. Wir können auch nochmal ganz schnell in den Zoopedia-Eintrag gehen, dass ihr den auch mal seht. Auch hier wunderschön mit Bild. Und auch in der Karte vernünftig eingetragen, wo der lebt. Auch eher so Richtung Zentral- und Südafrika. Oh, das ist sogar hier auf Deutsch. Serwale sind Einzelgänger und leben allein, mit Ausnahme einer Mutter mit ihren Jungen. Oh, das wusste ich gar nicht. Okay, das ist ja krass. Das heißt, die sind hier total unglücklich, wenn ich die jetzt zu fünft in Gehege packe. Aber ihre Reviere überschneiden sich. Und wenn sich zwei Serwale begegnen, gehen sie sich eher aus dem Weg, als dass sie um ihr Revier kämpfen. Sehr interessant. Das ist ja cool, dass das übersetzt wurde. Finde ich mega nice. Kann man sich hier alles durchlesen. Ich hoffe, da werden noch mehr Übersetzungen kommen, weil das ist ja richtig cool, wenn das dann auch auf Deutsch übersetzt ist. Ich zeige euch den jetzt nochmal im Tierhandel. Da sieht er so aus. Auch mit wunderschönem Bild. Funktioniert alles 1A. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Mod. Und das letzte Tier für heute, das seht ihr schon im Hintergrund. Nämlich ist das die Streifenhyäne. Das ist, glaube ich, die Hyänenart aus König der Löwen, wenn mich nicht alles täuscht. Mit diesem sehr markanten Buckel. Und es gibt hier auch Jungtiere und Farbvariationen. Das sieht man gerade hier sogar perfekt. Seht ihr die Farbvariation? Der hier ist viel, viel gelber und goldener und der hier ist eher so grau. Finde ich ziemlich cool. Können wir den hier auch mal nehmen, weil der sehr nice aussieht. Die Geräusche sind natürlich auch immer cool bei Hyänen. Hey, jetzt geh nicht in die Höhle rein. Will dich vergleichen. Bleib schön hier. So, perfekt. Da haben wir ihn, bevor er jetzt in die Höhle geht. Jetzt seht ihr auch die Rennanimation mal. Funktioniert natürlich alles 1A. Und er geht anscheinend auch baden. Oh, ich glaube, der wüchst jetzt aus. Oh nein. Shit. Okay, ich kümmere mich mal eben um das Problem und dann geht's weiter. Ja, Leute, sorry für die kurze Unterbrechung. Aber ich habe die jetzt wieder eingefangen. Und jetzt können wir auch mal eben ein Vergleichsfoto einblenden mit dem Originaltier. Da muss man auch sagen, das kommt wieder sehr nah an das Original ran. Jetzt auf dem Foto, was ich einblende, ist hier hinten so alles so ein bisschen plüschiger noch. Aber das variiert sowieso von Tier zu Tier so ein bisschen das Fell. Also ich muss sagen, die Mod ist wirklich sehr nah am Original. Viel besser geht's gar nicht. Und funktionieren tut sie natürlich auch, weil es ja bereits eine Hyänenart gibt. Also die Geräusche sind super. Die Animationen funktionieren cool. Und ich finde die einfach optisch auch mega nice. Ich finde die noch um einiges interessanter als die Hyäne, die schon im Spiel ist.
weil man die halt irgendwie genauso in Erinnerung hat. Ich glaube, von König der Löwen halt. Ist halt lange her, dass ich es gesehen habe. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Hyänenart aus König der Löwen ist. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz den Zoopedia-Eintrag. Auch hier mit einem wunderschönen Foto. Auch richtig cool. Das sieht nice aus. Leider nicht übersetzt, aber alles vernünftig eingetragen. Und die gibt es hier in Afrika. Und das geht sogar nach Asien hier rüber. Was, das wusste ich gar nicht, dass es die da auch gibt. Hier auch mit Text und allem. Und die leben nur von... Mit 4 Hyänen leben die nur in der Gruppe. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte jetzt, es sind irgendwie mehr in einer Gruppe. Weil Hyänen sind ja eigentlich so Aasfresser, glaube ich, ne? Also die gehen ja gerne an Kadaver bei, die da schon liegen. Die sind ja auch sehr hinterlistig, glaube ich. Wir gucken auch hier nochmal eben nach dem Schild. Habe ich hier nochmal eben eins? Ja, hier. Können wir das mal eben drüber kopieren. Wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Wo war da noch eine Hyäne? Oh, ups. Eine vergessen einzufangen. Ne, hier gibt es leider auch kein Schild. Sehr, sehr schade. Aber im Tierhandel gibt es auch wieder tolle Bilder dazu. Hier seht ihr die. Also funktioniert alles einwandfrei. Ich habe das jetzt noch eine ganze Weile beobachtet hier mit den Hyänen, weil ich die Hoffnung hatte, dass wir hier noch Jungtiere zu Gesicht bekommen. Aber irgendwie wollten die sich nicht paaren. In der Mod steht eigentlich drin, dass es Jungtiere gibt. Aber ja, vielleicht habe ich irgendwas falsch eingestellt oder so. Das weiß ich nicht. Ich kann die euch jetzt leider nicht zeigen. Aber ihr könnt die Mod natürlich selber ausprobieren, denn alle 3 Mods, die ich euch heute gezeigt habe, sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt die aus, probiert die aus. Die sind alle richtig, richtig cool. Und ich würde sagen, falls euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.